Ich kann das Eis nicht durchbrechen, ohne dabei den Schalter zu beschädigen. Schmelzen ist die bessere Alternative. Hieß der nicht Smith? Puh, keine Ahnung. Vielleicht hieß der Smith, ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall erstmal, das fällt mir gerade so ein, das Kästchen hier ölen. Sie spricht mit mir. Sie sagte mir, dass Lisa sich umbringen würde und ich habe ihr nicht geglaubt. Sie sagte mir, dass ich alle Leute umbringen muss, um Lisa vor ihrem Selbstmord zu bewahren. Was? Was? Smith war Jack. Bei Jack können wir aber in der Tat auch mal in die Mails gucken. Keine Ahnung. Wir haben Schraubenschlüssel. Brauche ich den irgendwo für? Wahrscheinlich, aber ich wüsste gerade nicht wofür. Feuer würde den Raum erhitzen. Okay, das heißt, ich muss irgendwas finden, was ich da verbrennen kann. Und kann es dann wahrscheinlich mit den Streichhölzern anzünden. Okay. Warum ist es hier überhaupt so kalt? Ey, dass ich da echt nicht mit der Tastatur in das nächste Feld springen kann, ist ein bisschen schäbig. Liebe Elizabeth, das Mädchen, das ich jede Nacht sehe. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Warum hast du dich umgebracht? Okay, bla bla. Finden wir irgendwo was Wichtiges? Zutritt hinter dem Tor ist ab sofort wirklich... Ja, das ist ja die alte Mail. Ethan. Tasche der Frau nicht gestohlen. Niemand kann dich leiden. Bla bla. Okay. Ich schmeiß dich in den Kamin, ja. Ja, das Spindrätsel kann ich noch nicht machen, weil mir da noch ein Schalter für fehlt. Das ist das Problem. Da fehlt mir noch so ein Knopf. Was haben wir hier? Ein Rubin, ganz klar. Ich habe es schon wieder gesehen. Hier ist irgendetwas, das mich jede Nacht aus dem Schlaf reißt. Als erstes dachte ich, dass es James wäre und er mir einen Streich spielen würde, doch jetzt weiß ich, dass er es nicht ist. Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen, die nachts umherschleicht. Und meinen Duden versteckt hat, meinen Grammatikduden. Ich wette, den können wir hier reinsetzen. Dann müssen wir noch einen zweiten finden. Dann geht der Mund auf. So wird es sein. Ich bin dafür, du löscht die Bonuskapitel-Parts und wir tun so, als gäbe es gar eins. Du hast doch gerade noch am lautesten geschrien. Bonuskapitel, Bonuskapitel. Also heult jetzt nicht rum. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich würde nur gern weiterkommen. Das ist so mein Problem. Und ich weiß gerade echt nicht mehr wo. Okay, überlegen wir nochmal. Wir haben ein Schüreisen. Das hatten wir schon einmal benutzt zumindest. Dolch, Schraubenschlüssel. Ich kann das Spindrätsel nicht lösen, sagte ich doch gerade schon.
Weil mir beim Spindrätsel, warte, wo war der Spind? Hier. Spindrätsel fehlt noch ein Knopf. Kann da noch nichts machen. Schau dir die E-Mails an und suche nach Hinweisen. Ja, würde ich gerne, kann ich aber nicht. Lies die Mail nochmal, okay. Hat sie die Mail irgendwo hier reingeheftet? Jack schaut niemanden direkt an. Und er wird sich nie wieder umdrehen. Chris schaut ihn direkt an. Ein Paar sieht sich an. Zwei schauen Chris an. Die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Und wo steht er jetzt, dass da einer fehlt? Der fehlende Knopf ist Jack. Ja, das hilft mir, aber das ändert ja nichts daran, dass ich die Knöpfe nicht bewegen kann. Das ist doch das Problem. Also ist ja schön, dass ich die Hinweise habe und dann ungefähr weiß, wo ich die Dinge drehen muss, aber ich kann sie ja nicht drehen. Ich muss es zurückstellen. Und ich schätze, dafür, der steckt fest. Hoffentlich befindet er sich. Er wird sich nie wieder umdrehen. Er steckt fest. Sag das doch. Ich sage seit 5 Minuten, dass ich das Ding noch nicht lösen kann, aber mir hört ja keiner zu. Außerdem wird das Jack sein, weil der bewegt sich halt nicht mehr. Und er schaut niemanden direkt an. So. Unglaublich. Hat man einmal Ahnung von was und dann glaubt einem keiner. Was ist hier eigentlich? Kann ich das kaputt schlagen? Bitte. Kann ich bitte diesen Arzneischrank aufmachen? Nicht? Das ist sehr bedauerlich. Dass ich von was Ahnung habe, ist zu ungewohnt. Sorry, ja. Danke auch. So, und da ich jetzt schon wieder keine Ahnung mehr habe, wie kriege ich denn das auf? Oh, ich kann den Strom nicht nochmal ausschalten. Schade. Also nicht, dass es sinnvoll wäre, aber ich versuche, wäre es wert. Kann ich eigentlich nicht in der Jacke suchen? Ah, jetzt? Doch, okay, es geht. Niemand glaubt mir, als ich gesagt habe, dass ich Ahnung hätte und das Rätsel noch nicht zu lösen wäre. Alle behaupten, mach das doch, aber nein. Ich werde von jetzt an nur noch via E-Mail kommunizieren und diesen Livestream abbrechen. Kannst du nicht alle Mails erstmal lesen? Die Liste hängt doch im Raum mit dem Spiegel, oder? Hängt die Liste da noch? Das war ja mein Problem. Ich würde ja gerne die E-Mails lesen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo die scheiß Liste war. Die suchte ich ja gerade vergebens. Hat die nicht auch gesagt, also ja, die Liste war hier, aber hat die nicht gesagt, so, ich kann die Liste halt auch nicht mehr anklicken. Und sie hat gesagt, sie hat sie abgeschrieben. Im tollen Hinweisbuch ist sie aber nicht mehr. Liste ist AFK. Ich kann mir halt einfach praktisch die Namen nicht mehr angucken. Das ist mein Problem. Sonst hätte ich längst alle E-Mails gelesen. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir in dieser dämlichen Jacke irgendwas finden, was wir gebrauchen können.
so direkt. War ich da eigentlich fertig? Hatte ich alles durchgeguckt? Schau in die Lösung. Nein, schau nicht in die Lösung. Du hast noch gar nicht Christopher Smith eingegeben. Okay, vielleicht hießen auch mehrere Leute mit Nachnamen Smith. Einer war auf jeden Fall James Smith. Ethan Williams. Okay, ich probiere alles, ist mir egal. So. Christopher Smith. Hey, der Code ist 321. Okay. Zumindest für den Tresor. Nicht für die Tür, aber für den Tresor. Das ist doch schon mal was. Okay, und dann probieren wir nochmal Ethan Williams. Nee. Okay. Aber auf jeden Fall 3-2-1 für den. Ach, Alter. Ich will doch hier einfach nur raus. 3-2-1 hierfür. Hätte sie auf gar keinen Fall erraten können. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, Uschi? Du hast gerade literally in der E-Mail gelesen, dass dieser Code 3-2-1 ist. Nicht hin. Ich wollte, wo wollte ich denn hin? Hier wollte ich hin. Ich habe Disketten in den Tresor des Überwachungsraums gelegt. Der Code ist 321. War nicht an der Wand noch ein Tresor im selben Raum? Echt? Echt? Hättest die Mail anklicken müssen. Ich kann in der Mail nichts anklicken. Nee, das ist kein Tresor. Das ist der Schalter da an der Wand. Da fehlt aber noch der Hebel. Bitch, please. Also allein schon, dass man die Namensliste nicht mehr lesen kann, ist halt super bescheuert. In diesem Geldbeutel befindet sich etwas, ein kleines hartes Objekt, vielleicht ein Juwel. Okay, dann ist da das Ding für den Hirschkopf drin. Das Schloss ist verrostet und ich kann den Stoff nicht zerreißen. Okay, aber hatten wir nicht irgendwo Öl? Haben wir nicht mehr. Kann ich das Ding aufweichen? Nein. Dieses Anzünden? Nichts kann ich machen. Okay, ich habe legit einfach keine Ahnung mehr. Also jetzt so richtig gar nicht mehr. Weil das müsste eigentlich gehen. Würde ich mal behaupten. Hier kann ich auch nicht noch was in die Hände legen.
Tisch ist Tisch, Schrank ist Schrank, Fingerabdruck. Meinst du, ich mache das nochmal mit dem Kopfabtrenner? Probieren kann ich es ja. Wo war denn hier? Hast du den Projektor schon geöffnet? Nee, weil ich nicht weiß, wie. Der Geldbeutel ist viel zu klein für das Messer. Also ich wüsste halt nicht, wie ich den Projektor öffnen soll. Kann ich es mit dem Schüreisen machen? Nein. Mit dem Schraubenschlüssel? Nein. Mit dem Dolch habe ich schon 8-mal probiert, das geht nicht. Und einen Schlüssel habe ich halt nicht. Kannst du was mit dem Feuer machen? Also ich müsste ja erstmal irgendwo was Brennbares haben. Ich habe halt den Kamin, aber in dem Kamin ist halt nichts drin, was ich anzünden könnte. So, und ich könnte halt diese Stühle mitnehmen, theoretisch, aber praktisch geht es halt nicht. Ich könnte halt locker die Stühle anzünden, aber so praktisch ist dieses Spiel leider nicht. Probier nochmal alles aus dem Inventar, ja. Womit denn? Ich kann im Inventar ja definitiv nichts kombinieren. Probier nochmal alles aus dem Inventar im Kamin. Okay. Okay. Kann ich den Film verbrennen? Nein. Funktionieren würde es theoretisch. Als erstes brauche ich Feuerholz. Big fucking surprise. Nein, wir brauchen Holz. Sie sagte Holz. Hier liegt ein kaputter Stuhl. Hier liegt so viel Holz in diesem Raum. Wir können alles anzünden, aber nein, nichts geht davon. Wir könnten Bücher anzünden. Macht man zwar eigentlich so seit 70 Jahren nicht mehr, aber eher seit 75 Jahren, aber meine Güte. Bretter am Fenster. Ich glaube, die Bretter am Fenster sind in der Tat eine Jalousie. Das sind keine Bretter. Nee, geht auch nicht. Im Vorraum hier liegt Holz. Ah, natürlich, die abgehackten Äste. Klingt logisch. Das trockene Holz kann angezündet werden. Das probiere ich doch gerade. Dankeschön. Geldbeutel mit dem Dolch öffnen geht nicht, weil ich im Inventar keine Sachen kombinieren kann. Abgesehen davon steht im Handbuch-Tipp-Dingsy, dass sie es nicht mit dem Dolch aufmachen kann. Wofür genau habe ich diesen Schalter jetzt umgelegt? Der hat jetzt was gemacht? Jetzt noch Hebel B und C für die Haupttür. Ja, abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, wo Hebel C ist und uns für Hebel B noch der Hebel fehlt. Ach ja, für die Haupttür. Ja, okay. Hängen wir jetzt mehr oder minder an der gleichen Stelle wie vorher. Nur, dass wir jetzt schon mal ein Ding sie gelöst haben. Da ist tatsächlich grün. Fantastisch. So, B ist ja hier, aber da fehlt uns der Hebel. Da können wir auch nicht den Schraubenschlüssel verwenden. Das Schüreisen. Da brauchen wir tatsächlich einen hebligen Hebel. Jetzt kannst du mal was ins Feuer werfen. Meinst du? Meinst du, ich kann den Geldbeutel ins Feuer werfen und mit dem Schüreisen das Ding rausholen, was dann so heiß ist, dass ich es mit der Hand anfassen kann? Könnte funktionieren.